Jo Leute, hier seid ihr bei der zweiten Mendelschen Regel gelandet, die auch Spaltungsregel genannt wird. Während die erste Regel sich um homozygote Individuen dreht, gucken wir jetzt ausschließlich auf die Vererbung bei heterozygoten Individuen. Nämlich von denen, die bei der Regel 1 herausgekommen sind. Was Mendel sonst noch so herausgefunden hat und was die Spaltungsregel besagt, erfahrt ihr in diesem Video. Natürlich habt ihr euch alle schon die ersten beiden Videos zu den Mendelschen Regeln angeguckt und könnt euch noch an alles erinnern. Daher geht's direkt weiter mit dem Vererbungsgebrabbel. Wir machen einfach da weiter, wo wir bei der Uniformitätsregel aufgehört haben, und zwar mit der ersten Filialgeneration der Erbsenblüten. Hier seht ihr nochmal die Erkenntnis der Uniformitätsregel. Alle Individuen der ersten Filialgeneration sind uniform, nämlich rot. Weiter geht's mit der nächsten Generation, der zweiten Filialgeneration. Falls ihr das letzte Video gesehen habt, habt ihr euch ja, wenn ihr total krasse Wissenschaftsfreaks seid, schon Gedanken zur folgenden Frage gemacht. In welchem Verhältnis treten die Blütenfarben Weiß und Rot in der zweiten Filialgeneration auf? Beim dominant rezessiven Erbgang sieht es folgendermaßen aus. Gucken wir uns einfach die Kombinationsmöglichkeiten der Allele an. In der F1-Generation gibt es ausschließlich heterozygote Individuen, das heißt auf Deutsch, alle haben den Genotypen Groß-R-Klein-W. In der Tabelle können wir jetzt abchecken, was bei der nächsten Kreuzung passiert. Hier seht ihr, dass es drei Möglichkeiten gibt. Entweder es wird zweimal das Allel für Rot vererbt, zweimal das Allel für Weiß oder die Kombi Rot-Weiß. Das Verhältnis, in dem die Kombinationen auftreten, kann man hier super ablesen. Ein Viertel der Nachkommen haben den Genotypen Groß-R-Groß-R, die Hälfte Groß-R-Klein-W und wieder ein Viertel zeigt den Genotypen Klein-W-Klein-W. Zurück zur Ausgangsfrage. Da sowohl der Genotyp Groß-R-Groß-R als auch Groß-R-Klein-W durch das dominante Allel zur roten Farbe führen, ist das Verhältnis, in dem die roten Blüten auftauchen, 3 zu 1. Also 3 rote und eine weiße Blüte. Ja, ihr habt's geahnt, stimmt's? Das Verhältnis der Genotypen ist aber logischerweise 1 zu 2 zu 1. Da sind wir auch schon bei der nächsten, also der zweiten Regel angekommen. Handelt es sich um einen dominant rezessiven Erbgang, sind in der F2 ein Viertel homozygot mit dominanten Allelen. Ein Viertel ist homozygot und zeigt das rezessive Merkmal. Der Rest ist heterozygot und zeigt darum das dominante Merkmal. Anders sieht's wieder beim intermediären Erbgang aus. Den finden wir, wie ihr ja schon wisst, unter anderem bei der Wunderblume. Die F1-Generation sieht so aus. Alle Nachkommen sind heterozygot und hübsch in rosa. Bei denen, die das Video über die erste Mendelsche Regel schon kennen, sollte es jetzt klingeln. Wie wird jetzt wohl die nächste Generation aussehen? Gucken wir uns zuerst mal den Genotypen an. Wir kreuzen also zwei Individuen mit Genotyp klein r klein w. Das Ergebnis sieht ähnlich aus wie beim dominant rezessiven Erbgang. Ein Viertel der F2-Generation hat den Genotypen klein r klein r, ist also rot. Zwei Viertel oder auch die Hälfte hat den Genotypen klein r klein w. Da sich beim intermediären Erbgang keins der Merkmale komplett durchsetzt, aber auch keins ganz überdeckt wird, gibt es da wieder die Mischform. Diese Blumen sind also wieder rosa. Das letzte Viertel mit dem Genotypen klein w klein w hat also zweimal das Merkmal weiß, ist dann weiß. Das Verhältnis ist also 1 zu 2 zu 1. Einmal rot, zweimal rosa und einmal weiß. Und beim Genotypen dementsprechend einmal klein r klein r, zweimal klein r klein w und einmal klein w klein w. Der kodominante Erbgang läuft ganz easy genauso ab. Alles im Verhältnis 1 zu 2 zu 1. So, jetzt dürft ihr mal eure grauen Zellen in Anspruch nehmen. Wir sehen sie jeden Tag und machen uns wahrscheinlich nicht allzu viele Gedanken drum. Unsere Nase. Nasen kann man grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen. Entweder sie haben einen konkaven Nasenrücken oder einen konvexen bzw. geraden. What? Einfacher, entweder man hat eine Hakennase oder eine Stupsnase. So, wir kreuzen jetzt zwei Leute mit einer konkaven oder einer konvexen Nase. Nach Mendels Uniformitätsregel kommen dabei ausschließlich Leutchen mit geraden oder konvexen Nasen raus. Hakennase hört sich aber auch echt gemein an. Was sagt ihr, ist es dann für ein Erbgang? Jawohl, dominant rezessiv und die Hakennase ist das dominante Merkmal. Laut Spaltungsregel passiert jetzt in der F2-Generation folgendes. Das Allel Groß H für Hakennase ist dominant. Daher gibt es ein Viertel, das rein erbig ist und das dominante Merkmal zeigt, also auch eine Hakennase hat. Zwei Viertel sind heterozygot und zeigen auch das dominante Merkmal. Das letzte Viertel ist homozygot und hat das rezessive Merkmal, die Stupsnase. Ihr seht, alles ziemlich logisch. Schreibt euch jetzt die folgenden Infos einfach hinter die Ohren und ihr findet euch problemlos im Vererbungsdschungel zurecht.
Kreuzt man heterozygote Individuen, also in unseren Fällen die F1-Generation untereinander, so ist die F2-Generation nicht mehr uniform. Das Verhältnis zwischen homozygot-dominanten, heterozygoten und homozygot-rezessiven Genotypen ist 1:2:1. Das phänotypische Verhältnis zwischen dominantem und rezessivem Merkmal ist 3:1. Beim intermediären und kodominanten Erbgang ist es im Prinzip genauso. Das Verhältnis des Genotyps ist 1:2:1. Hier tritt aber auch der Phänotyp im Verhältnis 1:2:1 auf, da es in dem Sinne keine Unterscheidung in dominant und rezessiv gibt. Wenn ihr noch mehr zu Mendelschen Regeln wissen wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de und ladet euch unsere App runter. Bis gleich!